Hallöchen! Willkommen zurück zu Potterich spielt englische Spiele und ist zu blöd, Sachen richtig zu übersetzen. Oder auch Pokémon Smaragd Team Randomizer genannt. Ach ja, meine Englischkenntnisse sind einfach on point. Das heißt auf Deutsch so viel wie auf Punkt. Drei Schritte nach rechts und zwei nach oben, um das Rätsel auszukriegen. 1, 2, 3, 4. Wow, das Schild hatte recht! Du wirst beobachtet. Er hat sich in der Tasse versteckt. Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch verstecke? Oh, du bist so krass drauf. Du bist scharf. Ich weiß, das heißt nicht scharf übersetzt, sondern dass man aufmerksam ist oder so. Halte ein! Ich bin das größte lebende Mysterium in ganz Höhen. Sie nennen mich den verrückten Jens oder manchmal auch den Trickmeister. Finde ich kennenzulernen. Du bist gekommen, um mein Rätsel herauszufordern, richtig? Darum bist du hier, oder? Oder? Ja! Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Betrete mein Trickhaus durch diese Schriftrolle und lass die Herausforderung beginnen. Ich warte hinten! Wupp! Durchs Dach, alles klar. Da ist ein großes Loch hinter der Schriftrolle. Reingehen, jupp. Hui, ich kann hier nicht mal laufen. Hallo! Ich werde mich durch dich und deine Pokémon hacken und schlitzen! Ah, die ist auch ein bisschen komisch drauf. Mit dem Myraplow, uiuiuiui. Ey, Abra! Gut, dann nehmen wir doch... wie hieß das Ding denn? Jirachi? Irgendwie so? Jirachi? Stachelspore, ey! Nice! Wir sind paralysiert, das passt wenigstens zu unserer Farbe. Jirachi, ey! Alter! Wir haben Konfusion, Schnieke. Jetzt müssen wir nur noch durch die Paralyse durchkommen. Ja, unser Ausweichwert, kein Problem. Ist das Pflanze Gift? Scheinbar. Und Myrapla ist weg. Im Ernst? Jupp, im Ernst. Oh, wir könnten nicht... Oh, scheiße. Wir könnten hier drin gesoftlockt werden. Und wir sind gesoftlockt. Denn wir können hier keinen Kampf mehr triggern, um da durchzukommen. Moment, kämpft die nochmal? Nein. Oh, mies. Okay, das mit den Rätselhäusern könnte kompliziert werden. Naja, nächstes Mal. Dann müssen wir einmal die Paralyse heilen. Warte mal, da gibt es doch hier auch irgendwas von Ratiofarm, oder? Ja. Benutzen wir das auf die Liesel. Komm, und Tränke können wir auch mal raushauen. Wofür haben wir sie denn? Okay, das ist... Ja, hier. Passt schon. Und du, Omi? Was ist los? Hey. Ich habe kein Fahrrad, also... gehe ich so gemütlich hier unten lang. Moment, geht's hier links nicht auch weiter? Jo. Auch mit dem Zerschneider-Gedöns? So, aber da erstmal hier lang? Ja. Hast du die Anziehung unserer Seelen beruhigenden Düfte gefühlt. Ah, wie ist sie denn drauf?
Ich meine, jeder hat seinen Fetisch, okay. Aber an Pokémon riechen? Vor allem an dem Pilz? Muss nicht sein. Wir bleiben hier mal auf Stami. Wir bleiben doch nicht auf Stami. Wir wurden gepflanzt. Uncool. Gut, dann wechseln wir. Haben wir vielleicht einen Magma oder so? No. Drei Viecher, die gegen Pflanze im Nachteil sind. Dann nehmen wir wenigstens Dummiesel. Oder warte mal, ist Dummiesel... Ich glaube, es ist Normalboden, oder? Lass mal kurz gucken. Es ist nur normal, okay. Okay, passt, 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 passt. Dann nehmen wir... Gähner? Oh no! Muss das sein? Ach, nervig. Dann starren wir das mal an und gucken, was das macht. Die gepunktete Linie, nice. Oh, Paralyse macht das. Ist ja interessant. Und dann ab in Rage. Ich glaube, wir können jetzt nichts mehr auswählen. Und wenn alle Rageangriffe durchkommen... Ja, aber dann Rage is Building. Jedes Mal Rage macht es stärker, aber ich glaube, das hat sich jetzt resettet. Na, wobei... Och, wieder bepflanzt. Echt jetzt. Muss das? Okay, K-Pilz ist down. Wir bleiben auch bei Roselia drin. Autsch. Wenigstens kannst du es nicht vergiften. Oh, die Hälfte. Wachstum. Bringt das Spezialverteidigung? Spezialangriff? Okay. Nicht verkehrt. Gut gemacht, Charlie. Die Aroma-Lady. Ach, wir konnten dich nicht bezirzen. Sorry. Ich will jetzt kurz gucken, was Rage eigentlich macht. Ach, jedes Mal, wenn man getroffen wird und die Attacke ausgewählt hatte, erhöht sich unser Angriff. Interessant. Okay, wir müssen erstmal in unsere... Tasche greifen. Heilen die Paralyse jetzt mit dem Ding. Peppeln hier mit einer Potion unseren Charlie auf. Und müssen gucken, dass jemand Cut benutzen kann. Also der Schneider. Kann keiner. Okay. Hätte gemeint, vielleicht. Vielleicht kriegt das Aquana hin. Wir kämpfen gemeinsam als ein Team. Solange bis einer mal irgendeinen Scheiß macht. Ach, nicht schon wieder Minun und Plusel. Alter. Beim ersten Minus-Plusel-Kampf hatten wir einen Minun. Jetzt haben wir einen Plusel. Oh, mean. Oh, mean. Ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder irgendwie so Scheißdinger. Aber nö, wir haben einen Impergator gekriegt. Heiß. Meine Lieblingsstarterreihe aus der zweiten Gen. Kanimani ist einfach richtig geil. Kanimani! Sorry. Kommt nicht wieder vor. Wir sandwirbeln mal das Plusel so nieder, dass das nicht treffen wird. Und das Minun. Vielleicht ist Rage nicht unbedingt... beste
Das ist der beste Angriff. Aber Kratzer dürfte jetzt auch nicht so viel mehr kommen. Nimm die Aquaknarre. Da hier die blöde helfende Hand. Braucht Kai Sau. Oh, sind wir schwach im Angriff. Dachte ich, Impergator hätte da so ein klein bisschen Power, aber nö. Da muss wohl Taubsi dafür sorgen, dass hier Schaden reinkommt. Oh, Kratzer hat auch fast gereicht. Aber mei. Dann eben Windstoß. Aber dass die Kämpfe gegen die auch so lange brauchen. Ja, Helping Hand bringt dir nichts, wenn keiner da ist zum Helfen, oder? Depp. Nicht so effektiv. Ups, sowas aber auch. Mir egal. Ein Doppelkampf geschafft. Nice. Ditte und Liesel auf 18. Charlie auf 19. Kann man lassen. Oh, Taubsi entwickelt sich. Yes. In was wird es sich entwickeln? Ist das auch randomized? Oh, no. Außer es ist ein Habitak. Hihihi. Das lasse ich auch nur durchlaufen, weil wir dann den Pokédex mit Tauboga füllen. Mal gucken, ob wir am Ende des Spiels die Pokédex voll haben. Okay, wir haben die Zwillinge im Handy. Können wir jetzt Zerschneider benutzen? Jo. Impergator, hier bitteschön. Zack, Kratzer weg. Puff. Goodie, dann können wir da oben jetzt auch mal schon mal die ersten Bäume fällen. Zwei Stück sogar, hey. Zack, einmal weggeschnibbelt. Und den zweiten auch gleich weggeschnibbelt. Warte mal. Können wir vielleicht... Achso, halt, da gibt es gar nicht mehr zum Schneiden. Moment, kann man da links dran vorbeilaufen? Ich glaube schon. Das gucken wir uns auch gleich an. Vielleicht gibt es da hinten noch was. Außer man kann hinten nur runterhüpfen. Ach, doch, ja, hier. Nice, Pokéball. Guards back. Hm, was auch immer. Also, auf in den Doppelkampf. Wupp, wupp. Geile Musik. Was? Ach, wie bist du in... Ich dachte schon, was hat das jetzt mit dem Weltall zu tun? Nee, nee. Passt schon. Wir haben uns da durchgequetscht. So, was habt ihr? Makuhita und Voltoball? Wir. Oh, nice. Ah, wie hieß denn... Ich weiß nur, Kanimani, irgendwas Impergator. Bei ihm weiß ich den Namen gerade gar nicht. Die gleichen Moves wie vorher. Vielleicht sollten wir gucken, dass wir Voltoball wegkriegen. Komm, wir versuchen es einzuschläfern. Es benutzt nur Tackle? Hat das keinen Donnerschock? Ah, Soundproof schon wieder. Und der hat keine Kampfattacke gegen... Gegen unser Pummeluff? Das ist ja auch sehr seltsam. Also normalerweise wären wir doppelt dem Typ Nachteil. Aber die haben einfach keine effektiven Attacken scheinbar gegen uns. Yes, weggekrittet. Oh. Das schon... schmerzt schon ein bisschen mehr. Wen haben wir denn hier noch? Ein Magma. Das nehmen wir doch gleich mal rein, einfach damit wir hier nicht im Typ-Nachteil sind. Gucken, ob wir Fire Punch haben. Das war schmerzhaft. Yeah.
erst mit Feuer drauf und wenn das nicht reicht, noch löschen. Aber ich glaube, das haut aus den Socken. Jo. Ja, das macht schon Schaden. Was haben wir denn hier drin? Ein Pipi-Up. Gut, dass wir das nicht brauchen. Oh. Voll in den nächsten reingelaufen. Ups. Na, mal gucken, ob wir damit unseren angefrackten Teilen durchkommen. Ja gut, mit Kyogre. Kyogre auf Deutsch. Passt schon. Ja, komm. Waterpulse. Aus weg. Schnieke. Miguel ist Geschichte. Oh, wir können hier sein Eneko öfter mal angucken. Hat der einen Epileptischen oder was ist los mit ihm? Ah, meine Fischleine ist ganz verheddert. Nee. Ich muss meinen Hut an dir auslassen. Alles klar. Ein Carpador. Süß. Dann gehen wir mit unserem Geist dran. Ja, komm. 18 HP, das wird doch das Carpador aus den Socken hauen, oder? Jo. Schön. Ein Tentacher. Dagegen... Ja, komm. Nehmen wir Sneebel. Haben wir Zerhackstückler? Nicht wirklich. Haben wir denn das Teil? Das müsste, glaube ich, verwirren, oder? Haha, nee, es lässt nur Angriffsattacken. Es lässt nur Angriffe zu. Also werden wir nicht verwirrt. Auch nicht schlecht. Gut, dass es das auch gar nicht gebraucht hat. Noch ein Carpador, echt jetzt? Level 15, oder? Ja. Keine Angst, Angler. Du bist kurz davor, einen Gyarados zu kriegen. Hatten wir auch noch nicht. Zumindest nicht, dass ich es gesehen hätte in meinem Team. Aber es ist noch mehr genervt. Oh, der Arme. Was mit dir? Ach, du kommst hier nach Old Ale Town, wenn du darüber sägst. Fu, 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 fu. Ja, fu, fu, fu dich selber. Auch hier gibt es nichts zum Holen. Okay. Dann gucken wir weiter nach rechts. Na, warte mal. Ach nee, wir lassen das Wesselhaus weg, da gibt's eh nichts Gescheites. Ich heile mal kurz meine Viecher. Und dann gucken wir auch auf dem Weg nach rechts weiter. Da sind wir aber weit nach unten gekommen. Also, Kommando zurück. Und hier rüber. Oh, warte. Wir müssen noch wieder eine Beere ausrüsten. Oder was heißt müssen nicht, aber ich mach das gerne mal hier. Hier. Jetzt haben wir jetzt erstmal nicht versehentlich Chesterberries reingemacht. Das sehen wir dann, wenn wir versehentlich irgendwo mal aufgeweckt werden. Guti. Dann gibt's hier ein Item, das wir gerade nicht erreichen können. Mal ein Fritzelblitz im Weg ist. Da laufen wir auch mal weg. Ich habe nämlich keine Lust, paralysiert zu werden. Dire Hit. Ich kenne Dire Dogs. Oh, ich habe voll krasse Pokémon hier gefunden. Oh nein, er hat auch einen Fritzelblitz, oder wie? Naja, würde zumindest zum T-Shirt passen. Ich glaube nicht, dass du das hier gefangen hast. Ey! Nice! Du bist anfällig gegen das. Haben wir ja gelernt, dass das auch Boden ist. Aber es stimmt nicht. Metallklaue? Au, au. Naja, geht. Dann ist dein Stolunior Geschichte. Was hast du noch für uns? Fritzelblitz?
bin ich schon Boden? Ich glaube, wir sind noch pures Wasser. Warte mal kurz, das können wir, glaube ich, hier schnell nachschauen. Wir sind schon Boden, ey. Dann bleiben wir auch drin. Oh, ich habe gar nicht gesehen, was wir noch als Alternative hätten. Moment. Okay, nix Gescheites. Beides anfällig gegen Elektro. Komm, nehmen wir mal Mud Slap. Sehr effektiv. Senkt Genauigkeit. Und du? Ein Tackle. Süß. Okay, Ditto wird Level 19 erreichen. Sehr schnieke. Ach, cool ist nicht genug, um zu gewinnen. Ja, cool sein. Das hilft dir im Leben nicht. So, Liesel nach vorn. Oh nee, ich dachte, ich komme hier durch, ohne kämpfen zu müssen. Ein Schluppuck. Und weglaufen. Nice. Gut. Hey, May. Hey, Patrick, lang nicht gesehen. Ich hab dich vermisst. Also, als ich nach anderen Pokémon gesucht habe, sind meine Pokémon stärker geworden. Also, wie wär's mit einem kleinen Date? Kampf? Okay. Dazu sage ich nicht nein. Kämpfen können wir auch. Oh, du machst mich so nervös. Ja, das ist meine Taktik. Ich bring dich raus und dann triffst du die falschen Entscheidungen. Da sind wir auch mal doppelt im Nachteil. Dann lass uns doch hier einen Sonnflora raushauen. Oh. Unsere Pokémon-Auswahl ist nicht unbedingt so prickelnd. Oh nein, Sternschauer! Was ist denn Ingrain? Das hört sich auch so ein bisschen an wie irgendwie was eingewachsener Zehennagel. Machen wir einfach mal. Ey! Hopp, verwurzeln. Also wirklich was Eingewachsenes. Ach, und damit saugen wir den Boden. Auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Wir verlieren zwar mehr HP, als wir kriegen. Aber ein Pfund bringt auch nicht so viel. Komm, dann lass uns mal Rasierblatt machen. Das dürfte normal effektiv sein. Denn er ist ja Wasserpflanze. Also Lombrero. Und wenn wir kritten... Nein. Aber es ist auf jeden Fall effektiver als Pfund. Dann machen wir weiter. Plop, 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 plop. Wir müssten jetzt eigentlich dann bald mal eine Bäre futtern, oder? Ja, außer natürlich Ditto hat die Bäre, die sie aufweckt. So, wer kommt jetzt? Feuer! Das ist sehr ungut. Zumindest für Sonnflora. Ja, die Oranbeere gefuttert, nice. Aber gegen Feuer haben wir doch was. Ditto kann nicht gewechselt werden, weil es verwurzelt ist? Ah, wir haben unser eigenes Grab geschaufelt. Ja gut, dann lassen wir uns mal grillen. Das Problem ist jetzt natürlich... dass wir dann nichts Effektives gegen ihr Starter-Pokémon haben. Hast du keinen Feuerangriff? Oh, eingepennt. So, was machst du? Glut nehme ich an. Nein. Hast du keinen Glut? Was ist denn mit dir falsch? Machst du nochmal gerne? Tatsache. Also, wenn das Glut haben sollte, dann ist May echt lost. Es hat Glut! Und krittet auch noch.
weiß nicht, was mein Hunter gerade verstanden hat bei Esat Glut, aber... Nein. Nein. Du hast keine Glut, geh weg. So, dann haben wir hier noch was Schönes. So, ich glaube nicht, dass wir schneller sind. Aber wir versuchen es. Oh, Geduld! Nice! May, du bist so lost. Man sagt ja dumm, gut. Also, du musst ja echt eine Granate im Bett sein. Alter. Ach, du warst auch so beschäftigt und hast trainiert, ne? Also, oh, deine Muskeln. Ich war so schwach, ich war so verwirrt. Willst du wirklich ein Date mit mir? Ach, ich glaube, du verdienst dir eine Belohnung. Oh, das kommt von mir. Mm. Oh, steck mir bitte kein Höschen zu. Kein Höschen. Nee, nur ein Itemfinder. Okay, das kann ich gut gebrauchen. Das ist der Itemfinder. Na, dachte ich mir schon fast. Probier's aus. Also, wenn Items nicht sichtbar sind, kannst du die damit finden. Naja, es ist vielleicht ein bisschen dumm, dass das jetzt von mir kommt, aber ich denke, du solltest noch mehr trainieren. Also, noch härter, denn ich mag's hart. Okay. May ist ein bisschen seltsam drauf. May ist ein bisschen seltsam. So, falls ein Doppelkampf kommen sollte, switchen wir uns hier mal ein bisschen um. Oh, da kommt auch einer, aber der ist absehbar. Dich möchte ich nicht. Oh. Es würde ich sagen wie Beldra, aber nein, das ist ja ein Yanma. Auch süß. Oh, kann ich deine Pokémon anschauen? Hm. Ja, ich zeig dir meine Pokémon. Aber nur, wenn du nicht weinst, wenn die dich gleich umklatschen. Oh, gegen 4. Was haben wir hier? Was haben wir? Remoraid ist das, oder? Yo, Moment. Ich glaube, Remoraid ob... Ach, wir dürfen keine Items benutzen. Ups, das hätte ich das fast geheilt. Ich möchte auch keinen Zug verlieren. Ah. Okay. Remoraid bleibt dann drin. Doppelteam. Wir machen zumindest einmal Doppelteam, dann... Senken wir es immerhin auf, glaube ich, 60% oder so, die Trefferwahrscheinlichkeit von 100er Moves. Oh. Ja. Nicht so cool. Doppelt geschwächt beide. Oh, Speed Boost. Nice. Okay, dann versuchen wir doch hier gleich mal. Ah, warte mal, ich glaube, da ist Sonic Boom fast schon besser jetzt mit 20. Ja, halb. Nice. Umgehauen. Ach, den Film kann ich mal wieder anschauen. Ah, der nächste Elektro-Heini. Speed Boost. Gut, dann hauen wir den doch auch gleich mal raus. Wirkt Sonic Boom auf ihm? Ich glaube schon. Ihr werdet den Angriff auch haben. Kommt aber nicht dazu. Nice. Gut gemacht. Oh, Stachelspore. Zum Glück daneben gegangen. Dann machen wir doch gleich mal so weiter wie gehabt, oder? Vielleicht brauchen wir Brutalander gar nicht. Das ist nicht ganz effektiv. Ja. Zum Glück bringt Heuler nichts gegen Ultraschall. Okay. Dann haben wir da auch mal daneben gelangt. Nicht cool. Nicht cool.
Ah, arme Liesel. Arme Liesel. Von der Stachelspore getroffen. Aber Charlie rächt sie. So ist gut. Was kommt jetzt? Ein Tengulist vor Dingsbums Vorstufe. Ein Blanas. Blanas heißt das auf Deutsch. Richtig. Ich erinnere mich. Ja, reicht noch nicht. Reicht noch nicht. Ach, wir sind jetzt so schnell. Und um auf Nummer sicher zu gehen, nehmen wir Ruckzuckhieb. Also auf Nummer sicher zu gehen im Sinne von, dass wir es treffen. Passt. Joa, du wolltest deine Sammlung vervollständigen, nicht mit meinen Pokémon. Oh ja, hier Metzcall. Okay. Wir müssen wieder was gegen Paralyse tun und das ist... Oh, langsam gehen uns die Teile aus. Also wir müssen ein bisschen aufstocken. Nächste Folge gucken wir uns mal an, ob wir noch halbwegs gesund durch diesen Pfad durchkommen. Macht's gut, bis dann. Moment. Ha! Da lag was. Macht's gut, bis dann. Ciao.